Ich bin hier auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen im Rennstall von Heinz Kuhsträter. Heinz, wie bist du jetzt oder wie ist dein Werdegang hier als Trabrennfahrer? Von wo bist du angefangen? Ja, ich bin im Krieg mit meinem Vater schon oft zur Trabrennbahn gefahren, hier nach Gelsenkirchen von Münster, weil ich bin ja geborener Münsteraner und komme aus dem schönen Ort Handorf, wo viele Züchter waren und viele Besitzer. Und dann 1947, als ich aus der Schule kam, mit 14 Jahren, habe ich mich entschieden, oder mein Vater auch, dass ich diesen Beruf wohl erlernen wollte. Aber da 1947 noch Lehrlingssperre war, musste ich 3 Jahre lernen. Und nach einem Jahr kriegt man dann die Lehrlingsprüfung, dann darf man schon in Nachwuchsfahren fahren und dann nach 3 Jahren kann man die Prüfung machen als Berufsfahrer und dann muss man 2 Jahre selbstständig sein, selbst Berufsfahrer sein und dann kann man die Trainerprüfung machen. Die Trainerprüfung habe ich gemacht 1956 und habe auch schöne Erfolge gehabt bis heute. Ich habe den Beruf nie bereut, der gefällt mir heute noch sehr gut. Aber zu dem Trabrennfahrer gehört ja nicht nur jetzt dieses einzelne Fahren, gehört es hier zum Beispiel Stall ausmisten und auch dazu, dass man das in der Lehre hat? Ja nun, in der Lehre muss man erstmal von unten anfangen, die Boxen ausmisten oder die Boxen sauber machen, die Pferde putzen, striegeln. Und dann kommen ja immer viele junge Pferde, die eingebrochen werden müssen, die von den Züchtern, von den Bauern kommen. Die kommen dann hier zur Rennbahn, fast so als Wildpferde. Viele haben schon was gelernt, aber viele haben nichts gelernt. Und dann fängt man die einzubrechen. Einzubrechen heißt longieren, 2 Monate oder, bis sie alles machen. Und dann kommen sie zum ersten Mal im Wagen und drehen dann 2, 3 Runden. Und dann geht die Arbeit erst los. Es dauert ein Halbjahr, dreiviertel Jahr oder ein Jahr, bis das Pferd mal das kann, dass er mal am Rennen teilnehmen kann. Ich habe ja auch gesehen, dass man sozusagen Probestarts machen kann hinter dem Startwagen. Das ist sozusagen der Anfang oder? Ja, für ein Pferd ist der Probestart. Wir haben ja hier den Startauto hier in Gelsenkirchen und das ist jede Woche dienstags, ist Probefahren, dann kann man sich anmelden. Dann macht er mit dem Auto 3, 4 Starts und dann kann man dahinter gehen. Er das Pferd zum Rennen teilnimmt oder für die Quali teilnimmt, dass er dann schon was gelernt hat. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, um eben hier Trabrennfahrer zu werden? Gewicht, ja, Alter? Wo ich angefangen bin, da musste jeder Fahrer, ob Lehrling oder Trainer, der musste 150 Pfund haben. Da der Hänschen Frömming ein kleiner Mann war, der musste jedes Mal 40 Pfund mitschleppen auf seinen Sulki. Und das haben die dann 1900 und wann war das, in die 60er Jahre wurde das abgeschafft. Das kann jeder Fahrer, ob leicht oder schwer, kann da mitmachen. Also Gewichte müssen jetzt hier, wenn ich das so gesehen habe, bei den Trabreiten, die müssen Gewichte tragen. Ja, beim Trabreiten, das hier, je nachdem, wie die Gewinnsumme eingestuft werden. Also bei der Galoppa gibt es ja auch Kilo. Ja, das war ich. Bei der Galoppa gibt es Kilo und bei uns geht das nach Gewinnsummen. Und wenn der eine so und so viel Gewinnsumme hat und die Mädchen, die sollen, glaube ich, auch alle gleich schwer sein. Also dass da keiner einen Vorteil hat. Und dann kriegen die Gewichte mit dem Sattel. Ja, das hatten wir ja letztes Mal, als die Sina Buffalo oder wie sie hieß, gewonnen hatte. Und sie musste erst, bevor sie im Winner Circle reinkam, musste sie erst zur Waage. Ja, erst zur Waage. Ja, und das war ja damals wir auch. Wir mussten vom Rennen aus auf die Waage und wiegen lassen. Und man durfte nur das Fahrkissen selber abmachen, durfte kein Fremder drauf. Ein Fahrer war mal hier in Gelsenkirchen, der ist ein schönes Ding, der musste auch darüber und der hieß Pütz. Und der hatte sein Gewicht nicht mitgenommen
und hatte Gummistiefel an und hat die Gummistiefel vom Wasser laufen lassen. Und dann kam er auf die, in die Meldestelle und da lief ihm das Wasser da oben raus und dann hat er 2 Monate Startverbot. Ja, so war das früher. Ja gut, Heinz, danke schön erstmal auch für diese kleine Anekdote. Ja.